Ich darf euch recht herzlich begrüßen zu unserem ersten Tag der offenen Kellertür, hier bei uns im Keller von Nigl der jungen Generation. Wir führen unseren Betrieb eigentlich gemeinsam. Mein Bruder, der Willi, der was eher das Hauptaugenmerk auf den Weingarten gelegt hat, ihm ist es wichtig, dass er mir gesunde und reife Trauben in den Keller bringt und ich, was mir gar nicht zu 100% im Keller verschrieben habe. Es ist uns einfach irrsinnig wichtig, dass wir ein gutes Glas Wein produzieren und einen guten Wein in die Flaschen bringen. Je klarer der Most, desto klarer der Wein. Wir arbeiten da mit einem modernen Verfahren zur Mostklärung, das heißt Flotation. Darum wird der Most mit Stickstoff angereichert. Der Stickstoff steigt nach oben relativ rasch und nimmt den Trubstoff mit nach oben. Das heißt, ich kann schneller weiterarbeiten, habe weniger Belastung für den Most und eigentlich mehr Ausbeute auch dadurch. In Berchtesdorf werden 160 Hektar Weinbau betrieben. Wir haben 10 Hektar Weinbau im Ertrag und spezialisieren uns eigentlich hauptsächlich auf Weißweine. In der Thermenregion natürlich der Chardonnay, der Weißburgunder, der Pinot Gris, der wird ganz besonders gut bei uns. Uns ist es einfach wichtig, dass wir die Weingartenfläche in Berchtesdorf erhalten. Das ist eigentlich unser Hauptaugenmerk, dass wir das nahe Erholungsgebiet oder rund um Wien weiterhin beleben. Darum schauen wir, dass wir da gute Weine machen. Ich sage jetzt einmal, das Geheimnis auch unseres Erfolges ist, dass wir einen Spaß im Beruf haben, dass wir eine Freude haben mit dem, was wir machen. Vermarkten haben wir das Ganze hauptsächlich bei uns im Buschenschank. Es macht aber auch Spaß, wenn wir hin und wieder mal ein bisschen in die Gastronomie einschnuppern dürfen. Und die größte Auszeichnung für uns ist natürlich, wenn einer eine Flasche mitnimmt.